Der Hochschullehrer Roman Melnitschenko aus Wolgograd lernte die akademische Freiheit in einem Austauschjahr in Deutschland kennen. Jetzt will er diese Freiheit nicht mehr hergeben. Wegen eines kritischen Reposts in einem sozialen Netzwerk wurde er von seiner staatlichen Uni vor eine Ethikkommission zitiert. Mir wurde vorgeworfen, ich würde nicht vertrauenswürdige Informationen mit diesen Reposts verbreiten. Ein Vorwurf, auf den in Russland viele Jahre Haft stehen können. Melnitschenko bekam eine Geldstrafe, man drohte ihm mit Entlassung. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es gibt große Unterstützung, aber das befreit mich nicht von der Bedrohung. Ich richte mich deshalb auf alles ein, auch auf meine mögliche Entlassung. Kaum jemand in Russlands Regionen traut sich noch zu protestieren. Kritische Kommentare zum russischen Militär können eine Straftat darstellen, nur offizielle Informationen dürfen verbreitet werden. Solche, die auch Präsident Putin heute bei seinem Besuch im Weltraumbahnhof Vostochny im fernen Osten Russlands ausspricht, gemeinsam mit Belarus-Machthaber Lukaschenko. Die Militäroperation in der Ukraine sei zur Verteidigung Russlands da, Vorwürfe an den Westen. Das Hauptziel des Westens ist nicht Hilfe für die Ukraine. Die Ukraine ist ein Mittel zur Erreichung von Zielen, die nichts mit den Interessen des ukrainischen Volkes zu tun haben. In Wolgograd, dem früheren Stalingrad, sagen uns viele, sie würden die sogenannte Spezialmilitäroperation unterstützen, mit Formulierungen wie aus dem Staatsfernsehen. Russland kämpft nicht. Das ist eine Spezialoperation, um Militärtechnik zu zerstören. Sag du's mal richtig. Und Entnazifizierung. Das ist wie ein Krebsgeschwür, das muss man einfach rausschneiden. Um weitere Verluste zu vermeiden, muss man jetzt wohl Opfer erbringen. Tamara Grudnikova kann solche Aussagen nicht verstehen. Die Rentnerin protestiert als eine der letzten jedes Wochenende mit solchen Plakaten. Es dauert meist kaum 15 Minuten, dann nimmt die Polizei sie fest. Doch auch 15 Minuten könnten bei ihren Mitbürgern etwas bewegen, sagt sie. Sie reagieren darauf und selbst wenn sie weggucken, denken sie über etwas nach und diskutieren dann vielleicht zu Hause. Es bedeutet Stress für mich. Ein Einzelprotest für normale Leute wie mich in dieser Zeit, das ist großer Stress. Auch Hochschullehrer Roman Melnitschenko empfindet diesen Stress. Doch sein Umfeld denke ähnlich, sagt er, und das stärke seine Überzeugung. So kann es nicht weitergehen. Wir können nicht einfach in Isolation von der Welt leben. Wir müssen mit allen zusammen sein. Solche Meinungen will Roman Melnitschenko auch weiter offen äußern, trotz der Gefahr eines Strafverfahrens.